Dann begrüße ich einmal vom Tag 2 der Gamescom, heute vor Dorfromantik von Tucana Interactive, wo wir glücklicherweise auch ein Interview bekommen haben. Du darfst dich einmal vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Sandro Heuberger. Ich bin einer der 4 Gründer von Tucana Interactive. Und wie schon richtig gesagt, wir haben das Spiel Dorfromantik gemacht. Perfekt. Ja, gerade als kleineres Team, was angefangen hat, ich meine, ihr wart 4 Mann. Wie kam die Idee zustande? Wie kamt ihr quasi darauf, okay, wir machen jetzt das Spiel, und habt ihr gedacht, dass sich das so entwickelt? Ja, also, wir haben uns alle 4 kennengelernt im Bachelor. Wir haben alle Game Design an der HTW Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, studiert und haben dann dafür das Masterprogramm uns zusammengeschlossen. Da gibt es die Möglichkeit, im Master auch einen Schwerpunkt Entrepreneurship zu machen. Das haben wir dann gemacht. Und die Idee war eigentlich, ein Unternehmen zu gründen. Daraus wurde jetzt Tucana Interactive, mit dem wir in unseren Vorstellungen Spiele machen, wie wir das denken, wie das cool ist. Also zum Beispiel versuchen, den typischen Problemen in der Industrie wie Crunch ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir vielleicht nur 6-Stunden-Tage haben, solche Dinge. Und Dorfromantik an sich, also das Spiel, war dann eigentlich so der Proof of Concept, ob das auch wirklich funktioniert, dass wir uns hier ausdenken. Genau, und ich denke, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. So, ja. Möchtest du uns dann einmal erklären, was Dorfromantik eigentlich ist? Ja, Dorfromantik ist ein kreatives Puzzle-Strategiespiel, sehr angelehnt an Brettspiele. Man kriegt einen Stapel aus hexagonalen Teilen und darauf ist an der Kante kann entweder nichts sein oder es kann ein kleines Element drauf sein wie ein Haus oder ein Baum oder ein Feld. Und je nachdem, wie man die Plättchen platziert auf dem Spielfeld, entstehen dadurch unterschiedliche Gruppen, also aus mehreren Häusern ein kleines Dörfchen oder aus mehreren Bäumen einen kleinen Wald, was zu unterschiedlichen Punkten führt. Ja, und je nachdem, wie gut man dann spielt, ob man kleine Quests erfüllt, beispielsweise gibt es ein Reh, das gerne einen kleinen Wald hätte, um auch drin zu leben und 400-500 Bäume hätte statt nur 10, kann man dadurch neue Teils für seinen Stapel sich erspielen und so immer weiter spielen. Und so vergrößert sich das dann so. Genau, ja. Das klingt super. Du hattest erwähnt, ihr habt euch quasi als 4 Mann im Bachelorstudium kennengelernt. Wie ist das eigentlich so als quasi neuer Spieleentwickler und als jemand, der in der Szene quasi gerade Fuß fasst? Ja, also es ist sehr schwierig, aber auch sehr spannend. Der Markt ist natürlich sehr groß, auch dadurch, dass wir, egal ob wir jetzt in Deutschland oder als Studententeam antreten, im globalen Markt interessiert das erstmal niemand. Wir haben natürlich Konkurrenz von großen Studios von China bis Südamerika, bis Nordamerika, aber halt auch ja, ganz lokal. Das heißt, das ist erstmal eine große Herausforderung, wo es irgendwie gilt, so ein bisschen eine Lücke zu finden oder einen Ort, wo man reinpasst und wo man da auch so ein bisschen sich platzieren kann und vielleicht seine Nische so ein bisschen festigt. Das waren so die großen Herausforderungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Traum auch. Also es ist was, was wir uns ganz bewusst aussuchen, was wir auch versuchen, uns zu verwirklichen. Unser eigenes kleines Game-Studio zu gründen, das kleine, unser Ziel zu erfüllen, die Spiele zu machen, die wir gut finden. Ja, ja. Da spielt natürlich auch immer so ein gewisser finanzieller Aspekt mit rein. Gerade wenn man dann auch dran denkt, das alles zu vertreiben. Wie seid ihr diese Herausforderungen angegangen? Ja, wir haben uns gedacht, also wir sind im Masterstudiengang an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und konnten da unter anderem uns für ein Inkubationsprogramm bewerben. Das heißt, die Hochschule hat uns unterstützt, konkret das D-Hive-Institut hat uns da unterstützt mit Räumen, mit Technik, aber auch mit der Infrastruktur, mit den Servern, Software und so weiter. Das sind schon mal sehr viele, sehr große Kosten, die man sonst als Startup einfach tragen müsste von Tag 1 an. Dazu kam, dass wir eine regionale Landesförderung wahrgenommen haben. Wir sind in Berlin, das heißt, wir haben mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg glücklicherweise einen Förderpartner gefunden, der unser Unternehmen fördernswert fand und uns dementsprechend finanziell unterstützt hat, wodurch wir dann auch trotz dem Studium, während dem Studium uns schon sehr angenehme Werkstudentenlöhne trotzdem bezahlen konnten. Ja. Also die Landesförderung hat dann in dem Fall gewirkt. Korrekt, ja. Das klingt auf jeden Fall super. Ich glaube auch, dass gerade in dem Fall kleinere Studios unterstützt gehören. Und ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass eben die ganzen Landesförderungen
eben da greifen. Das freut dann auf jeden Fall. Habt ihr denn schon nächste Ideen, irgendwas in Planung, irgendwie kleinen Tipp? Ja, also wir haben ja jetzt, was wir auch hier auf der Gamescom zeigen, wie man vielleicht im Hintergrund auch sieht, die Nintendo Switch-Version veröffentlicht. Das ist so daran, woran wir jetzt die letzten 4-5 Monate gearbeitet haben. Glücklicherweise kann man vielleicht dazu auch noch mal zum Aspekt der Finanzierung sagen, das war ein Projekt, was wir komplett selber stemmen konnten. Also die Förderung war für uns wirklich, was ja auch häufig der Sinn ist, so eine Antriebsspritze, um das Geschäft ins Laufen zu bringen. Wir konnten zum Beispiel auch die Förderung innerhalb des PC-Releases von Early Access innerhalb der ersten Woche direkt zurückbezahlen, was uns sehr gefreut hat, weil wir einfach dementsprechend genug Titel verkaufen konnten. Und aus diesen Gewinnen und Erlösen konnten wir jetzt auch die Finanzierung für die Switch-Entwicklung, für die Portierung auf die Switch komplett selber bezahlen und waren auch nicht mehr angewiesen auf Förderung. Genau, und die Zukunft ist noch, bleibt spannend, ist noch ein bisschen ungewiss. Ich kann so viel sagen, es wird auf jeden Fall Dorfromantik noch länger in unserem Leben, in unserem Moment ein bisschen beschäftigen. Wir werden auf jeden Fall noch dieses, aber wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr an Dorfromantik arbeiten. Und ja, man darf gespannt bleiben. Es gibt auf jeden Fall noch Dorfromantik-News. Dann darf man da gespannt bleiben. So was ich noch als kleine abschließende Frage hätte, gerade so als kleines Studio, wenn man dann sich so Switch so als Konsole anguckt, die sind ja teilweise auch sehr handausgewählt, was so ihre Titel angeht. Ja. Ging das relativ einfach mit eurem Titel oder ist da immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit mit dahinter, gerade bei so großen? Ja, gute Frage. Also wir hatten jetzt so ein bisschen natürlich das Glück, dass wir auch schon was vorzeigen konnten. Also wir hatten schon ein Spiel, was relativ gut etabliert auf PC war. Wir waren schon im Steam Store sind wir vertreten oder aber auch auf GOG, also GOG. Und das haben Nintendo, haben die natürlich sich auch schon angeguckt und schon gesehen, sind glücklicherweise in unserem Fall sogar auch schon auf uns zugekommen, ob das vielleicht nicht was wäre. Die Nintendo Switch war jetzt auch neben Mobile, also iOS oder Android, eigentlich so auch das meistgewünschte aus der Community. Ich weiß nicht, ob auch da von der Community seitens Nintendo immer mal gesagt wurde, hey, arbeitet da doch mal zusammen, macht doch mal was. Guckt euch mal an. Genau. Ja, also Überzeugungsarbeit, um auf die Switch kommen zu dürfen, mussten wir jetzt tatsächlich nicht so viel machen. Grundsätzlich kann man aber sagen, die Nintendo hat einen sehr hohen Anspruch an Qualität, was da reinkommt in den Store. Also durch diese Checks durchzugehen, um approved zu werden mit einem Bild, mit einem Final-Bild oder auch mit den Sachen, die man da reinmacht, das war schon ein längerer Prozess jetzt zum Beispiel als PC. Denke ich mal aber auch, spricht dann auch am Ende auch für die Qualität im Nintendo eShop. Und vor allem dann für das Spiel, wenn ihr genau in die Nische reinkam. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich bin selber ein großer Fan. Vielen Dank, freut mich sehr. Danke für eure Zeit. Danke für eure Zeit.